Hallo Jungs, hallo Mädels, ihr kennt ihr doch. Da wollt ihr ein Schnäppchen mal kaufen, dann guckt ihr mal bei eBay, da gibt's das nicht. Dann geht auf Amazon, tippt das ein und dann gibt es Amazon Choice bzw. Best Deal oder Bestseller. Naja, das dann noch von einer Firma, dann kauft man das und was kommt bei raus. Also ich habe eine Wildkamera gesucht. Hier, was man so mit der Wildkamera machen kann. Die Katze vor der Falle. Kommt das Ding an, dann probierst du es aus und stellst du fest, Schrott. Dann liest du die Bewertung durch und stellst du fest, Bewertung sollte man eigentlich immer vorher durchlesen, gebe ich zu, und vor allen Dingen nur die negativen und nicht die positiven. Dann stellst du fest, das Ding ist Schrott. Dann schreibst du selbst eine Bewertung und schickst das Ding ganz normal zu Amazon zurück, die zahlen ja auch. Nachdem das Ding zurückgeschickt ist, kriegst du ein paar Monate später eine E-Mail von einer Felicita. Die heißt natürlich nicht so, das ist ein ausgedachter Name, so weit gibt es nicht in China. Ob man die Bewertung noch mal überlegen will, die würden dir auch eine kostenlose Kamera geben, die viel, viel besser ist. Klar, warum nicht? Sollen sie mal die neue Kamera schicken, dachte ich mir, probierst du mal aus. Wenn die gut ist, kann man die Bewertung immer noch ändern. Also fünfmal hin, fünfmal her, die E-Mail, die könnt ihr ja gleich hier lesen. Also eine neue Kamera habe ich nicht bekommen. Das Mädchen hat zwar natürlich gedroht, wenn es überhaupt ein Mädchen ist, hat natürlich gedroht. Sie wird gar geschlagen und rausgeschmissen und geteert und gefedert und womöglich in heißem Öl gebraten, wenn ich die Bewertung sozusagen nicht weglösche. Ich habe gesagt, ich lösche erst die Bewertung, wenn ich die Kamera getestet habe. Ihr könnt ja die E-Mail zeigt mal anjagen. Ich habe es dem Mädel auch gesagt, dass ich die veröffentlichen werde. Könnt ja dann mal sozusagen meine Kommunikation mit denen lesen. Und die Bewertung ist immer noch negativ. Ich ändere daran nichts. Das Beste ist, heute habe ich eine Kamera bekommen von Amazon, die ich da bestellt habe. Da stimmte nur der Name. Also weder das Foto noch die Beschreibung stimmten mit dem überein, was da auf Amazon angegeben war. Das Ding ging postwendend zurück. Von Jungs und Mädels keine Bange, die Katze lebt noch. Die Falle ist nur für Fuchs, Marder, Iltis und andere Getier. Mädels und Jungs, wie sieht's aus? Wurde auch schon mal bestochen auf Amazon? Oder habt ihr irgendwas gekauft, was überhaupt nicht mit dem übereinstimmte, was man eigentlich kaufen wollte? Also, Kommentare. Jetzt will ich euch nicht weiter belästigen. Also schönen Nachmittag noch und Daumen hoch. Danke.